Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Winterritt. So, wir machen heute weiter hier bei, oh Gott, wie hieß er noch gleich? Auf jeden Fall müssen wir hier die Vogelhäuschen auffüllen. Okay, mon ami, dann wollen wir mal. Das war Jack, ne? Nimm diese sorgfältig abgemessene Ration und verteile sie auf die Vogelfutterstation rund um unser kleines Dorf. Und beeil dich, ich höre sie schon vor Hunger zwitschern. Ich spare mir gerade meinen Kommentar, den ich gerade im Kopf hatte. Der wäre schrecklich unanständig. Wir reiten jetzt die Vogelhäuschen ab und füllen das Futter rein. Das machen wir, ja. Okay. So, hier ist Häuschen Nummer 1. Wo ist Häuschen Nummer 2? Hier ist Häuschen Nummer 2. So, und jetzt geht es schon langsam wieder zurück. Jetzt haben wir noch hier 3 Punkte. Oh je, ich habe meine arme Bella noch gar nicht wieder weiter versorgt. Komm, Bella, du musst heute nur circa 10 Minuten durchhalten. Ja, heute ist es die letzte Folge von Star Stable Winterritt jetzt unter meinem Termin ein bisschen von der Länge her leiden muss. Ab Montag sind sie dann wieder normal lang. Sollten sie zumindest. Es sei denn, es kommt noch wieder irgendwas dazwischen. Aber, hat dran vorbeigeschossen. Aber heute schaffe ich es einfach nicht länger. Denn wir haben jetzt gerade schon 23:30 nachts. Und ich muss noch 3 Videos rendern. Dieses hier und noch ein anderes aufnehmen. Und ich muss spätestens um 1 Uhr im Bettchen liegen, damit ich morgen pünktlich rauskomme und meinen Termin nicht verpasse. Yes! Stundenglas, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Das ist echt eine praktische Erfindung. Ich will auch an mehreren Orten zur gleichen Zeit sein können, indem ich die Zeit einfach zurückdrehe. Das wäre toll. Das würden sich, glaube ich, so viele immer mal wieder wünschen. Die Zeit zurückdrehen zu können. Oder anhalten. So. Gut gemacht. Mit dem guten, gesunden Futter in ihren kleinen Mägen werden sie jetzt bald wieder aus voller Kehle trillieren. Trillieren. Trillern. So. Okay. Wir reiten jetzt dahin, würde ich einfach mal so vorschlagen. Da ist ein gelber Punkt. Das ist bei der einen von den Reithallen. Angenehm. Da ist auch noch direkt so ein Hütchen zum Versorgen und zum Übernachten daneben. Das ist sehr cool. Dann können wir doch jetzt mal gucken, was wir in dieser Halle vorfinden. Beziehungsweise wen. Finden wir... Oh Gott. Linda ist da, glaube ich, drin in der hier, oder? Sie hatte gesagt, von Alex hatte sie aber auch erzählt. Sie hatte von Linda erzählt, von Alex und, wie heißt sie? Von Katja, glaube ich, oder wie hieß die Weißhaarige noch? Hatte sie von Jessica? Nee, Jessica waren wir ja schon. Gucken wir jetzt einfach mal, wen wir hier vorfinden. Und es ist Linda. Wow, hier sind aber ganz schön hohe Hindernisse. Mhm. Hallo Cuddy und herzlich willkommen in der Reithalle von Cape Point. Wenn du dich fit genug fühlst, deine Fähigkeiten als Springreiter zu trainieren, gib mir Bescheid. Oder besser, sag einfach gleich ja. Na klar, ja, ich will. Willst du die hier anwesenden Sprünge knutschen und zu deinem rechtmäßigen Trainingspartner nehmen? So antworte mit ja, ich will. Ja, ich will. So. Und nach diesem herzergreifenden Augenblick will ich eigentlich gerade nicht versuchen, die Hindernisse zu knutschen, denn die Stangen sollen oben liegen bleiben. Da ist schon mal eine gefallen. In die falsche Richtung! Sie hätte mir hinterherfallen müssen, nicht von mir weg. Wir sind doch in guten wie in schweren Tagen verbunden. Warum fällst du dann von mir weg, du böse Stange, du? Ich sollte vielleicht doch mal etwas mein Tempo zügeln. Nein, wir sind im Stechen. Tempo zügeln ist nicht so ganz meins. Ach, du Schande. Hier muss ich das definitiv zügeln, ansonsten kommen wir nicht rum. Ja, wir sind auf jeden Fall... Wir sind nicht sehr gut durchgekommen, aber durchgekommen sind wir allemal. Na wunderbar. Kommt nicht oft vor, dass eine Anfängerin die vorgeschriebene Zeit oder vorgegebene Zeit einhält. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist, für die Medaillen anzutreten. Mein Mikrofonständer hat das gerade schon... Erledigt, ne? Der hat schon gequietscht. Ja, wir wollen die Bronzemedaille in Angriff nehmen. Die Bronzemedaille? Naja, wenn du meinst, dann versuch es einfach. Ich warte an der Ziellinie auf dich.
Kunststück, du stehst an der Start- und an der Ziellinie. Okay. Grand Prix Jugendturnier von Cape Point Bronzemedaille. Das ist so lang, der Name, der passt da oben überhaupt nicht rein. So, jetzt müssen wir uns aber hier ein bisschen zusammennehmen, Bella. Kein Hindernis diesmal umhauen. Wir haben zwar versprochen, dass wir uns knutschen, aber... So, der war das letzte Mal gefallen, der, wo wir gerade eben drüber sind. Das heißt, wir sind jetzt schon mal besser. Fürs Erste. Mal schauen, wie lange das so hält. Okay. Wow, oh Gott. Da habe ich wieder die Kurve nicht genommen. Nicht anständig genommen. Genommen habe ich sie. Aber mit zu viel Tempo. Ja, das war aber sehr schön. Sehr schön in der Biegung. Wunderbar. Und wir haben hier die Bronzemedaille. Die haben wir schon mal sicher. Die haben wir schon mal in der Dash. Gut gemacht. Hier ist deine Bronzemedaille. Na, ich sehe schon, du hast bereits die Silbermedaille im Kopf, stimmt's? Aber bist du wirklich schon so weit? Ja, ja, sind wir. Die Silbermedaille hat es in sich. Viele Fehler kannst du dir da nicht leisten. Also dann mal los, wenn du meinst, du schaffst das. Ach, klar. Mensch. Ich bin mal gespannt. Wenn es wieder so läuft wie gerade eben, dann haben wir sie in der Tasche. Aber dafür muss es auch erst nochmal genauso gut laufen. Das will ich nicht direkt sagen, dass das hundertprozentig wieder so klappt. So, ja. 4 von 4. Also ich darf einen Fehler machen für die Silbermedaille. Okay, gut. Noch hätten wir sie in der Tasche. Das heißt, ich müsste... Jetzt aber nicht mehr. Jetzt sind wir schon bei 8 Fehlerpunkten. Okay. Gut, gut. Aber ich finde es toll, dass sie das hier wirklich so, dass sie sagen, ein Abwurf zählt auch wirklich 4 Fehlerpunkte, wie es ja im echten Leben auch ist. Das finde ich sehr, sehr schön, dass sie das so gemacht haben. Und das würde ich mir tatsächlich auch mal noch wünschen in Star Stable. Dressur kommt ja schon rein. Es gibt ja auch schon Springparcours. Ich persönlich finde ja bei der Koppelinsel am besten, weil da eben auch die Hindernisse fallen. Auch wenn ich es schöner finden würde, wenn dort die Stangen auf dem Boden liegen bleiben würden, wenn sie denn gefallen sind, wie hier auch. Aber da verschwinden sie ja leider schon im Fallen. Aber ich würde es einfach mal schön finden, wenn da auch wirklich die Fehlerpunkte, wenn man was reißt, dass es dann auch 4 zählen würde. Und dass man eben auf Fehler reitet in erster Linie und nicht direkt auf Zeit. Na supi. Das würde ich mir wirklich mal wünschen. Ja, klasse, jetzt schaffen wir das nicht mehr. Ah, komm schon, lauf. Genial, jetzt bin ich an dem Pfeil vorbeigesemmelt und muss deswegen nochmal reiten. Aber war das eine super Runde. Tut mir leid, Bella. Nee, also das würde ich schön finden, wenn sie das so machen würden. Dass halt das Springreiten in Star Stable Online auch mal wirklich ist wie echtes Springreiten. Ich meine, das kann ja nicht so schwer zu integrieren sein, eigentlich. Ich bin... Ah, shit. Bin ich zu früh abgesprungen. Ich bin erstmal gespannt. Seht ihr? Und jetzt liegt da nämlich die Stange unten. Und das ist... Jetzt hat sie sich gerade aufgelöst, aber... Das war nur zu Demonstrationszwecken. und bei Star Stable Online löst sie sich ja schon beim Fallen auf. Und in der Reithalle fallen die Stangen gar nicht. Davon will ich gar nicht erst anfangen. Oder bei Marley oder sowas. Das wäre schon schön, wenn sie das so reinbringen würden. Ich meine, wie gesagt, Dressur, da haben sie uns erhört. Ich will jetzt noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Jetzt war ich zu dicht dran. Denn wir wissen noch nicht, wie sie die Dressur umgesetzt haben. Sie haben jetzt nur... Sag mal, was ist mit mir los? Vielleicht hätte ich doch mehr Punkte in Springen setzen sollen. Wir wissen... Nur ziemlich sicher, dass Dressur reinkommt. Ich meine, Mathilda hat ja gesagt, ja, maybe. Und wenn sie in einer offiziellen Q&A-Folge bei irgendwas vielleicht sagt, dann heißt es ja. Ansonsten würden sie sich ein ultra großes Ei ins Nest legen. Ja, von daher wäre es schön, wenn sie das aus den alten Teilen mit dem Springen auch mal noch übernehmen würden. Aber jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber jetzt zurück zu Star Stable Winterritt, denn da sind wir ja eigentlich gerade. Wir sind ja nicht in Star Stable Online hier. So. Ah, Mist, da sind wir doch eigentlich gut hingekommen.
Ach komm, ernsthaft jetzt? Das ist definitiv deutlich herausfordernder als in Star Stable Online erspringen. Jetzt fange ich schon wieder mit SSO an. Aber ich finde, das Springen ist hier wirklich herausfordernder. Ich persönlich finde es schwerer, hier den perfekten Absprungpunkt zu treffen. Könnt ihr mir ja gerne, wenn ihr den Teil vielleicht auch habt, könnt ihr mir das ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich persönlich finde es hier schwerer zu treffen. Das gibt's doch nicht. Als in Star Stable Online. Gut, ich muss jetzt auch ernsthaft sagen, ich habe mich jetzt gerade eben viel zu sehr aufs... Ich wollte gerade sagen, es ist auch schon wieder zu früh. Ich habe mich jetzt viel zu sehr aufs Labern konzentriert und zu wenig auf das Reiten. Ist wie im echten Leben, da sollte man sich auch wirklich aufs Reiten konzentrieren, auf das, was man gerade tut und nicht aufs Sabbeln. Ja, sehr schön. Ich habe mir gedacht, vielleicht versuche ich es mal so ein bisschen mit seitlicher Ansicht, um dann besser sehen zu können, wie ich abspringe. Aber, wie ihr gerade gesehen habt, kann ich das genauso wenig. So, jetzt hier. Aufpassen. Jawohl. So. Nein, weil ich vorher durchpariert habe, beziehungsweise langsamer geworden bin. Komm, ich mache jetzt noch einen Versuch. Und wenn es dann nichts wird, ich glaube, dann machen wir da dann am Montag weiter mit. Weil dann würde ich nämlich auch, glaube ich, erstmal wieder das Pferd verpflegen. Ich glaube nämlich auch, dass Bella selber vielleicht nicht mehr die volle Leistung bringen kann, wenn sie so schlecht versorgt ist wie jetzt gerade. Weil ihr klebt die Zunge am Boden. Sie hat Ultradurst. Sie hat Hunger. Sie ist dreckig. Gut, das sollte sie jetzt nicht weiter tangieren. Aber, ja, dann fährt... Jetzt ist sie nämlich schon wieder langsamer geworden. Weil sie sich überhaupt nicht wohlfühlt. Und dann hat nämlich der Absprungpunkt schon wieder nicht gepasst. Ja... Vielleicht klappt es jetzt sogar noch beim letzten Versuch. Oh, hier Bella, ich bin so stolz auf dich. Wir haben die Silbermedaille. Oh, jetzt hast du dir erst recht was zu fressen verdient und ein bisschen Streichel- und Putzeinheiten und was zu trinken. Du bist ja regelrecht über die Hindernisse geflogen. Hervorragende Leistung. Ja, die Stangen sind hervorragend geflogen. Weil ich blöd geritten bin. Komm, hier, wir setzen mal noch ein paar Punkte in Springen. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Und Hilfengebung, das kann auch nicht schaden. So, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute mit Star Stable Winterritt. Und damit auch für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir nehmen dann hier direkt noch die Goldmedaillen an Griff. Und dann reiten wir, glaube ich, mal hier unten nach Süden. Und machen das erst noch, bevor wir hier oben weitermachen. Ja, das klingt nach einem Plan. Also dann, ihr Lieben, danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.